Heute geht es um die CSS-Selektoren. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um die sogenannten CSS-Selektoren. Selektoren sagen euch vielleicht etwas, sind einfach bestimmte Möglichkeiten, zum Beispiel Klassen innerhalb von anderen Klassen anzusprechen in CSS oder beispielsweise das letzte Element, jedes zweite Element und so weiter anzusprechen. Zu diesen sogenannten CSS-Selektoren, ja, Pseudo-Elementen, habe ich schon mal vor einigen Jahren, glaube ich sogar mittlerweile, schon mal ein Video gemacht. Was heißt, wir werden einige Punkte aus diesem Video wieder ansprechen, aber auch neue Elemente hinzuziehen, was zum Beispiel ein Plus in CSS bedeutet. Weil das kann man durchaus machen und ist absolut legitim und sehr, sehr praktisch. Diese Sachen werden wir heute ansprechen. Aber vorneweg, wenn ihr Fragen zu diesem Video habt, unten ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Discord. Dort könnt ihr einfach mal draufklicken, der Community join und Fragen beantworten, anderen Fragen, ja, helfen, also anderen bei Fragen helfen und so weiter. Deswegen schaut dort auf jeden Fall vorbei. Ansonsten legen wir jetzt direkt los. Viel Spaß, auf geht's. So, und los geht's mit unserem heutigen Video. Heute gibt es mal ein CSS Absolut Basics Video. Das heißt, wie schon gesagt, werden wir uns heute die CSS-Selektoren bzw. Operatoren angucken. Und dazu werde ich als erstes mal die Hierarchie von CSS erklären. Und diese geht immer nach dem Schema vor, von spezifisch zu nicht spezifisch. Was heißt, alles, was unspezifisch ist, beispielsweise ein Div-Tag, wird von etwas Spezifischerem, wie zum Beispiel einer Klasse oder einer ID, überschrieben. Was heißt, eine Klasse gibt es mehrfach auf einer Seite, daher wird diese wiederum von einer ID überschrieben, diese sollte nach der Regel einzigartig sein. Was heißt, umso spezifischer ein Element angesprochen wird, umso eher wird es überschrieben. Was heißt, ihr könnt immer nach diesem Schema mehr oder weniger vorgehen. Aber ich verdeutliche das am Anfang erstmal ein bisschen. Und zwar sagen wir jetzt, wir haben eine Divbox. Und wir haben nicht nur eine Divbox, sondern wir haben drei Divboxen. So. Wenn ich die jetzt anzeige, passiert erstmal nichts, weil die null Attribute haben. Das ändern wir jetzt. Und zwar sagen wir jetzt hier, wir haben eine Divbox. Diese Divbox hat eine Weite von 100 Pixeln, hat eine Höhe von 100 Pixeln, hat eine Hintergrundfarbe, nämlich einfach ein helles Grau und hat ein Margin von 10 Pixeln in andere Richtungen. Das Ganze aktualisiere ich und wir haben jetzt hier drei wunderschöne Div-Container, mit denen wir eine ganze Menge machen können. Wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich möchte jetzt diesem Div-Container eine Klasse geben. Zum Beispiel hat das die Klasse Test. Und wir haben zwei davon. Das heißt, wir haben zweimal einen Div-Container mit der Klasse Test. Kann ich das Ganze jetzt aktualisieren? Es passiert wieder nichts. Das heißt, wir müssen diese Klasse Test erst definieren. Und zwar können wir jetzt sagen, wir haben unsere Klasse Test und dadurch vergeben wir jetzt eine neue Hintergrundfarbe und zwar ein etwas dunkleres Grau. Das heißt, eigentlich ist das schon sehr dunkel. Wir speichern das Ganze ab, aktualisieren und die beiden Elemente mit der Klasse Test wurden dunkler. Wir können das Ganze jetzt aber auch noch erweitern. Beispielsweise können wir sagen, okay, diese Klasse hier hat noch eine ID. Und zwar die ID Hallo. Und damit haben wir das Ganze noch spezifischer gemacht, weil es gibt drei Div-Container, es gibt noch zwei Div-Container mit der Klasse Test, aber es gibt nur noch einen Div-Container mit der Klasse, mit der ID Hallo. Was heißt, wenn ich jetzt hier drunter einfach die ID Hallo definiere, und sage Background Color noch ein bisschen dunkler, wird praktisch unser unterstes Feld einfach noch ein Stück dunkler. Das ist ein bisschen wenig Kontrast, machen wir mal ein bisschen noch dunkler. Aktualisieren das Ganze und wir haben jetzt hier drei unterschiedliche Boxen. Was heißt, das verdeutlicht eigentlich gut die drei Typen von Hierarchie. Und zwar gibt es einmal die Null-Type-Hierarchie, dann gibt es hier die 1-Type-Hierarchie und hier ist im Prinzip 2. Und das sind im Prinzip die drei Ebenen, nach denen eingegliedert wird. Was heißt, es gibt einmal Elemente, die absolut unspezifisch sind, wie zum Beispiel einfache HTML-Tags, aber auch so etwas wie div:first element oder div:before oder so weiter. Damit sprechen wir im Prinzip global jedes Element an, was das betrifft. Und damit ist es nicht sonderlich spezifisch. Gleichzeitig gibt es nur ein Element mit der ID, mit der jeweiligen ID halt. Dadurch ist es unendlich spezifisch und man kann es super nutzen. Was man auf gar keinen Fall nutzen sollte, ist so etwas. Wenn ich jetzt beispielsweise sage, div Hintergrundfarbe mit important. Dieser Befehl wird am Anfang, vor allem von vielen Leuten, die gerade im CSS anfangen, gerne verwendet. Und wenn ich jetzt Enter drücke, überschreibt important alles. Was heißt, important ist so etwas wie der Radikal-Radiergummi, der alle Hierarchie wegradiert und nur noch das da lässt, wo es im Prinzip genutzt ist. Und aus diesem Grund sollte man es niemals nutzen.
Was heißt wirklich nur in absoluten Ausnahmesituationen, wenn kein anderes Tool funktioniert und ihr keinen Zugriff auf die Hierarchie habt. Beispielsweise ihr schreibt ein Plugin für ein bestehendes System und müsst dort etwas ändern und habt aber keinen Zugang von eurem Plugin direkt, um dort die Hierarchie anzupassen. Was heißt, nutzt niemals oder so, sofern es nicht wirklich unbedingt sein muss, einen Importenbefehl. Ganz schlechte Idee und sollte man auf gar keinen Fall machen. Aber das sind jetzt einfach nur Basics. Wir können natürlich noch spezifischer werden. Und der nächstgrößere Schritt, etwas spezifischer zu machen, ist mit sogenannten Selektoren. Und hier gibt es verschiedene. Beispielsweise können wir sagen, wir möchten mit der Klasse Test alle ansprechen. Wenn wir allerdings einen Diff-Container haben mit der Klasse Test, dann soll die Hintergrundfarbe rot werden. Das heißt, wir sagen jetzt, okay, hier wird die Hintergrundfarbe rot. Und das machen wir im Prinzip ganz einfach, indem wir die Klasse direkt hinter unseren Div-Container schreiben. Wenn wir hier zwischen einen Abstand machen würden, sprechen wir etwas anderes an. Und zwar sprechen wir alle Elemente mit der Klasse Test an, die sich in einem Div-Container befinden. Das heißt, wir haben jetzt hier CSS im Prinzip verschachtelt. Wenn ich das Ganze jetzt aktualisiere, passiert erstmal nichts. Wenn ich jetzt allerdings unser Diffbox hier im Prinzip kopiere und hier unten drin einfüge und das Ganze ein bisschen besser darstelle und vor allem diese hässlichen Schriftsachen hier wieder rauslösche und das Ganze abspeichere und aktualisiere, dann haben wir hier drin eine zweite Diffbox und diese Diffbox greift im Prinzip, weil wir eine Klasse Test in einem Diff-Container haben. Wenn das hier außen jetzt kein Diff-Container wäre, sondern beispielsweise ein Span, also ein Inline-Element, dann würde das Ganze nicht mehr greifen und es würde nicht dargestellt werden, sondern unser Element hier drin hatte die normalen Attribute, die ein Div-Container von uns bekommen hat, sowie der Klasse Test. Was heißt, so kann man das Ganze schon ein bisschen verschachteln. Gleichzeitig können wir sagen, okay, wir möchten jetzt, wir haben mehrere Klassen, die dasselbe Attribut haben, beispielsweise Test, Punkt Test 2, oder auch Komma oder PTag. Und diese ganzen Elemente kriegen von uns die Hintergrundfarbe, also die Schriftfarbe Color Green. Das heißt, wir haben jetzt diesen Elemente die Schriftfarbe Green gegeben. Natürlich haben wir hier noch keine Schrift. Ich schreibe hier jetzt einfach mal was rein. Und wie ihr seht, abspeichern, aktualisieren. Diese beiden Elemente hier unten haben im Prinzip die grüne Schriftfarbe, die hier oben nicht, weil wir sie hier vergeben haben. Das heißt, wir können multiple Elemente mit dem gleichen Attribut versorgen. Und das ist sehr praktisch, um beispielsweise eine Farbe beispielsweise an viele Elemente weiterzugeben, ohne dass man SAS oder so etwas nutzt. Das können wir also machen. Wir können verschachteln und wir können Elemente ineinander ansprechen oder in Abhängigkeit voneinander absprechen, was wir mit den Klassen gemacht haben, dass man beispielsweise nur Elemente anspricht, die eine bestimmte Klasse haben oder eine bestimmte ID haben und so weiter. Aber wir haben natürlich noch mehr Möglichkeiten, spezifischer zu werden. Wenn ich das Ganze jetzt hier wieder rausnehme, abspeichere, aktualisiere, können wir das Ganze jetzt noch ein bisschen genauer angehen. Und zwar das Erste, was wir machen, nutzen wir jetzt erstmal diese drei Operatoren, die wir haben. Und zwar sagen wir, alle Div-Elemente, die ein P-Tag benutzen, und jetzt stylen wir im Prinzip alle P-Tags, die sich in einem Div-Container befinden, und sagen Hintergrundfarbe, Schriftfarbe, Blue. Das Ganze speichere ich ab. Und hier passiert erstmal nichts, weil wir keinen einzigen P-Tag haben. Wenn wir jetzt hier drin einen P-Tag benutzen, und hier was reinschreiben, speichern, aktualisieren, wird es blau, weil wir einen P-Tag haben, der sich in einem Div-Container befindet. Wenn wir jetzt diesen Div-Container allerdings wegnehmen, befindet sich unser P-Tag in einem Span und damit greift unser Befehl im Prinzip nicht mehr, wie ihr seht, sondern es wird wieder der Standardbefehl für einen Span benutzt. Wenn das hier jetzt allerdings wieder ein Div-Container wäre, würde wieder unser Befehl greifen und alles würde funktionieren. Aber wir haben noch andere Befehle. Beispielsweise können wir auch sagen, wir haben hier ein Plus. Und dieses Plus macht etwas ganz Faszinierendes, mehr oder weniger. Und zwar sagen wir selektieren jetzt alle P-Elemente, die direkt nach einem Div-Container geplaced sind. Was heißt, wenn wir jetzt unser P-Tag hier rausnehmen, beziehungsweise eins hier drin lassen und eins direkt unter unserem P-Tag schreiben und aktualisieren, wird das hier unten blau gefärbt. Und dieses Tag im Prinzip, dieses Plus-Tag, ist extrem praktisch für das Gestalten von Blocks oder von Text, in dem verschiedene Elemente nacheinander
angeordnet werden können. Also beispielsweise Listen vor einem Bild oder ein Bild vor einem Absatz oder ein Absatz vor einem Bild, eine Überschrift vor einem Bild oder eine Überschrift vor einer anderen Überschrift. Diese Abhängigkeiten kann man mit diesem ziemlich leichten Plus-Operator ganz leicht festlegen und so können wir im Prinzip ganz genau sagen, okay, wir haben ein H1. Wenn danach direkt ein Bild kommt, dann kriegt die H1 vielleicht einfach ein bisschen weniger Abstand oder das Bild ein bisschen mehr oder so etwas und das kann man damit wunderbar umsetzen. Gleichzeitig gibt es noch einen zweiten Tag und zwar so eine schöne kleine Welle. Wenn ich die abspeichere und aktualisiere, passiert erstmal nichts, weil sich nichts verändert hat. Und zwar dreht es den Spieß einfach nur um. Wenn wir uns jetzt diesen P-Tag markieren hier einfach und das Ganze sagen, okay, es steht direkt hinter einem Div-Container, wie es hier im Prinzip definiert ist, soll etwas passieren. Wenn wir jetzt diesen P-Tag aber einmal kopieren im Prinzip und hier sagen ein P und das Ganze aktualisieren, dann wird der erste grau, der zweite blau. Was heißt, wir sprechen alle P-Tags an, die direkt nach oder beziehungsweise vor denen direkt ein anderer P-Tag steht. Was heißt, wenn wir das Ganze jetzt einfach einmal markieren, einfügen und abspeichern im Prinzip, werden beide blau, weil im Prinzip davor direkt ein P-Tag steht. Wenn das jetzt aber kein P-Tag wäre, sondern beispielsweise ein I-Element, dann wird das Ganze hier wieder ganz normal farben und nur unser letztes Element wird blau, weil es ein P-Tag ist, was direkt vor einem anderen P-Tag steht im Prinzip. Und so können wir das Ganze verschachteln und in beide Richtungen aufbauen. Allerdings haben wir auch noch ganz andere Attribute, mit denen wir das Ganze spezifischer aufstellen können. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt mal lösche und das hier auch mal eben wegmache, können wir jetzt so mit den sogenannten Attribute-Selektoren noch eine ganze Menge mehr machen. Beispielsweise sage ich jetzt, okay, wir haben einen Link, einen A-Link und sagen jetzt, okay, hier drin haben wir beispielsweise ein, keine Ahnung, einen Titel oder machen wir besser ein Alt-Attribut mit, das ist ein wichtiges Bild. So, jetzt haben wir hier ein Bild oder ein im Prinzip einfach nur ein Alt-Attribut oder wir machen doch den Titel, das passt besser. Wir haben ein Titelattribut und im Prinzip einen einfachen Link und wir haben einen zweiten Link und haben hier im Prinzip, das ist ein Bild oder ein Link besser gesagt, nennen wir das mal Link abspeichern. Wir haben jetzt zwei Links mit dem Attribut Titel und wir können jetzt im Prinzip hier drin sagen, wir wollen alle Links ansprechen, dann so eine eckige Klammer im Prinzip und sagen hier drin, die ein Attribut Titel haben. Und sobald die dieses Attribut besitzen, soll die Hintergrundfarbe, also die Schriftfarbe mehr oder weniger rot werden. Das Ganze speichern wir ab, aktualisieren, beide sind rot geworden. Wenn wir uns jetzt noch einen machen würden und dieser Link hat keinen Titel, wir speichern das Ganze ab, aktualisieren, greift das im Prinzip nicht. Was heißt, wir können HTML, also Elemente im Prinzip anhand der Attribute dieses Elementes selektieren. Wir können aber noch genauer werden. Das heißt, wir können uns das jetzt auch einmal kopieren und sagen, okay, alle Attribute, die einen Titel haben und in dessen Titeln sich das Wort wichtig befindet, soll selektiert werden und soll green werden. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt aktualisiere, passiert erstmal nichts, weil ich wichtig guest geschrieben habe. Das markieren wir uns hier rein. Und zack, das erste Element wird grün, weil irgendwo im Titel im Prinzip ein bestimmtes Wort vorkommt. Und so könnt ihr beispielsweise auch Attribute ansprechen, die ganz gezielt sind. Beispielsweise könnt ihr so eine Row beispielsweise mitgeben oder diese ganzen Elemente, beispielsweise Links innerhalb oder Links mit der Role-Menü-Item oder so, sollen ein neues Element bekommen, ein neues Attribut bekommen und so weiter. Wir können aber noch genauer werden. Beispielsweise ist es sehr praktisch, wenn man so etwas hat, wenn wir uns jetzt einfach mal einen P-Tag generieren, in diesem P-Tag ein bisschen Lorem Ipsum platzieren und das Ganze markieren wir uns zweimal. Das heißt, wir brauchen jetzt hier unten einfach nochmal abspeichern, aktualisieren, haben jetzt zwei einfache P-Tags mit ein bisschen Lorem Ipsum Text. Hier drin haben wir jetzt ein neues, oder mache ich mir jetzt ein neues Attribut, in unserem Fall lang, also Language, das erste ist Englisch und dann machen wir ein zweites und sagen hier beispielsweise DE, also Deutsch. Grundsätzlich für unser Aussehen hier ändert es nichts, wenn wir allerdings hier jetzt sagen, okay, wir möchten das einmal löschen und sagen alle P-Tags, oder besser gesagt können wir auch sagen, im Prinzip wir sprechen jetzt alle Attribute an mit Language und wo das Ganze Englisch ist, dann soll etwas passieren. Und zwar sagen wir, unsere Font-Size soll 20 Pixel groß werden. Das Ganze aktualisiere ich jetzt und ihr seht, der oberste Text ist größer geworden, weil hier im Prinzip Language Englisch ist.
Und so kann man im Prinzip zum Beispiel für andere Sprachen, beispielsweise ihr habt eine Webseite, die Multilanguage hat und ihr sollt auf einmal Chinesisch darstellen oder sowas, so könnt ihr eine andere Schrift definieren für eine andere Sprache. Und sobald ihr praktisch eine andere Language habt oder sobald eine andere Language vergeben ist, das Attribut, wird im Prinzip das Wort oder die Schrift oder was auch immer komplett verändert und auf das jeweilige angepasst. Was heißt, vor allem dieses Tag ist sehr, sehr wichtig, wenn es um Sprachen geht, beispielsweise. Und wie ihr seht, gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, CSS zu verschachteln, zu beeinflussen, zu manipulieren. Und das Ganze bietet natürlich auch Platz für viele Fehler. Deswegen sollte man auf jeden Fall am Anfang einfach mal etwas üben und genau das, was ich jetzt heute gemacht habe, einfach mal eine Stunde lang ausprobieren. Was heißt, wie kann ich verschiedene Boxen in Boxen ansprechen? Wie kann ich Elemente nach Elementen ansprechen und so weiter? Wenn ihr ein Video sehen wollt zu den beispielsweise restlichen Pseudo-Elementen wie First Child, Last Child, zu den Odd-Elementen und so weiter, schreibt ein Video unten in die Kommentare, da mache ich liebend gerne auch ein Video darüber, weil diese Pseudo-Elemente bieten noch einmal mehr Möglichkeiten, spezifischer zu werden und so andere Elemente zu überschreiben. So, das war schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr, wie gesagt, einen Link zu Discord, aber auch zu Facebook, Twitter, Instagram oder zu Amazon Affiliate, wenn ihr diesen Channel etwas unterstützen möchtet. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme oder sowas habt, wie gesagt, einfach mal vorbeischauen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Nachmachen und bis dann!